Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero und einem Barfuchs, der baden geht. So, letzte Folge haben wir ja schon so viel gebaut. Ich habe mal die Schränke schon fertiggestellt und auch schon ein paar von den Schildern. Aber für die, die es noch nicht gemacht haben, die Schilder sind relativ einfach zu machen. Ihr klickt einfach nur drauf und dann könnt ihr jetzt hinschreiben, was ihr wollt. Das Schöne ist bei den Schildern, es gibt keine, also zumindest habe ich bis jetzt noch keine Längenbegrenzung gesehen. Was ich sehr toll finde. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich hatte hier, glaube ich... nee, Moment. Hatte ich den hier drin? Muss ich selber erstmal gucken. Ich wollte... Salz. Wo ist denn der Schwefel hin? Hatte ich den nicht schon irgendwo? Ich hatte doch irgendwo Schwefel. Ach, da ist er. Gut, dann ist das doch richtig. So, und eins wollen wir da drin haben. Dann packen wir das da auch rein. So, ihr seht schon, ich habe mir bereits ein paar Kartoffeln gegönnt. Aber, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, ist egal. Gucken wir gleich. Ich werde natürlich noch ein paar mehr Setzkästen hinbauen, um einige mehr Kartoffeln zu haben. Die sind ja sehr lecker. Und wir machen hier, würde ich sagen, so eine kleine Küchenecke, wo wir so ein paar Pflanzen hinstellen und mal sehen, was wir da noch so finden. Ob wir noch mehr finden. Moment, was war es jetzt? Titan, ne? Nur, ja. Nur ein wenig Titan. Und schon können wir die nächsten Kartoffeln einsäen, könnte man sagen. Das Gold und Silber wird noch geändert. Da kommt auch Titan hin, beziehungsweise vielleicht auch fertige Artikel. Das weiß ich noch nicht genau. Weil Titan brauchen wir doch eine ganze Menge. Und ich bin da jemand, der gerne vorher sammelt und dann eine längere Baustrecke macht. So, wunderbar. Ach, schön, da wachsen schon die nächsten Kartoffeln. Ihr seht dann auch immer unten kleine Wurzeln. Ich zeige euch das dann. Die ist nachher gleich fertig, das dauert nicht lange. Oh, guckt euch das mal an. Wie herrlich das aussieht mit dem Rot. Oder? Jetzt mal, ist doch schon eine schöne Idee gewesen, die Kästen etwas tiefer zu machen, glaube ich. Die sind nicht ganz gerade geworden. Das kann man ja noch mal ändern irgendwann. Vielleicht lasse ich mir da irgendwas einfallen, wie man die gerade machen kann, dass ich da irgendwie mehr Wände draufstelle oder so. Ich weiß es nicht, ob es geht, ob man da irgendwas machen kann. Und hier fängt langsam die Artenvielfalt an, immer mehr zu wachsen. Ich sehe gerade, dass eine Kreatur in das letzte, was wir reingemacht haben, ist auch schon geschlüpft. Was haben wir denn da? Ach, guck mal da. Moment, da müssen wir gleich mal reintauchen. Müssen wir mal einen kleinen Besuch abstatten, unseren kleinen Liebling. Ach, guckt euch das an, ist das nicht schön. Da ist er. Da ist er, der Kleine. Der Brachialhai. Und? Wo ist er? Da ist er. Den habe ich noch nicht mal gescannt, den Blaurochen. Okay. Nein, nicht einsammeln. Nicht doch. Wie? Nein! Okay, ich kann ihn gar nicht. Oder kann ich ihn? Nee, ich kann ihn nicht zurück. Doch. Jetzt ist er wieder da. Okay, alles klar. Jetzt andersrum. Falsche Taste genommen. Wieder mal. So, dann haben wir den auch. Haben wir sonst noch einen vergessen? Den Brachialhai hatte ich ja schon mal. Aber, genau. Der Kracher hatte ich nämlich noch nicht gescannt. Ja, ich will noch mal bei dem Hai gucken. Wo ist er hin? Wo versteckst du dich? Da bin ich auch gespannt, was das wird. Nanu? Wo ist er hin? Ist er wieder ins Ei zurückgeschlüpft? Da ist er. Kleines Ding. So, den nehmen wir uns jetzt mal und setzen ihn vor die Tür, könnte man sagen. Das meine ich natürlich nicht böse, sondern wir wollen ja gucken, ob die dann auch an Ort und Stelle verbleiben. Das wäre doch schön, wenn wir den hier zwischen den Algen aussetzen und der tatsächlich hier bleibt. Guckt euch das an, wie schön das aussieht mit dem Licht. So angestrahlt. Herrlich. So. Können wir das machen? Es würde gehen, ja. Da ist er. Oh, da ist er eine Lebensgröße. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo er denn hinschwimmt. Wie weit er denn von unserer Base verschwindet. Oh, schön, der bleibt hier. Ja, guck mal, da kommen schon Artgenossen und gucken. Das ist jetzt hier Privatbesitz, meine Lieben.
So, dann wollen wir mal. Können wir hier was ernten? Noch nicht. Die sind noch nicht ganz so weit. Aber ich glaube, wir können uns eine Probe abschneiden. Gucken wir doch mal. Jawohl. Die will ich jetzt reinsetzen. Dann warten wir noch, bis die hier groß sind. Oh, war da schon was? Moment. Da war doch gerade eine Hand. Ha, da. Sehr schön. Da setzen wir jetzt zwei von ins Aquarium. Also eine jeweils ins Aquarium rein und guck mal, wie groß die im Aquarium werden. Die werden ja sicherlich nicht so groß werden. Hoffe ich jedenfalls. Damit unsere Fischchen auch ein bisschen Pflanzen da haben. Das wäre ja sonst schade. Ach, schön. Außerdem sieht das natürlich auch viel besser aus. Wenn man hier so ein paar Pflanzen hat. Wenn man denn drankommt. Da ist er. So, jetzt ist natürlich, er macht einmal vorne und einmal hinten, wenn ich das richtig sehe. Jetzt weiß ich nur nicht, wo die wachsen. Aber das werden wir dann sehen, wenn sie denn größer sind. Schön. Einfach schön. Da werden wir natürlich sehen, dass wir mal Pärchen zusammenbekommen. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob sie sich auch vermehren. Also ob sie auch Eier legen dann ins Aquarium. Das wäre natürlich toll. Aber ansonsten finden wir natürlich auch draußen Eier. Also das ist nicht das Problem, wenn sie es nicht im Aquarium machen möchten. Die ist gleich soweit, sehr schön. Dann haben wir auch wieder Essen. Und dann nehmen wir wieder eine und machen den letzten Pflanztopf damit voll. Wasser haben wir auch schon wieder hergestellt. Das klappt doch alles. Ach so, genau. Ich habe vergessen, das Schild noch zu vergrößern. So, einfach Maxgröße eingestellt bei mir. Für die ganz Blinden, wie mich zum Beispiel. Damit ich auch was sehe. So, da können wir schon mal ein bisschen was aus der Bahn räumen wieder. Aus der Seegurke, die endlich in der richtigen Farbe erstrahlt. Seht euch das an. Ich finde das schick. Es mögen ja jetzt einige sagen, ja, aber die sieht man ja dann gar nicht mehr so richtig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich finde die immer wieder, außer bis hier gut markiert. So, sehr schön. Können wir hier noch was mitnehmen? Eins. Nehmen wir das noch mit. So. Nur das mit dem Einpacken, das muss ich noch besser hinkriegen irgendwie. Da ist er. Kriege ich jetzt mal einen Schreck, wenn ich ihn sehe. Aber guck mal, wie er hier die anderen Fischchen anknabbern will. Zack. Hm. Selbstversorger. Ist halt so, ne? So. Ach genau, ich wollte ja eigentlich dahin. Um wieder Titan einzu. Ja, ihr seht schon, also bei der Menge Titan, die wir gesammelt hatten, brauchen wir definitiv zweimal Titan. Könnte ich natürlich ein Schild sparen und einfach eins über die Mitte hängen. Können wir mal ausprobieren. Es würde mich schon mal interessieren, wie groß die Schilder werden können. Nehmen wir das mal ab und das auch. Bauen in der Mitte ein neues hin. In etwa in der Mitte. Von der Höhe her wird man das nie so genau hinkriegen. Dass es immer gleich ist. Weil das jetzt sehr hoch ist. Glaube ich zumindest. Ich werde es ein bisschen tiefer machen. So. Da machen wir jetzt mal erstmal ganz groß. Schreiben wir da mal Titan hin. Dann gucken wir mal. Es gibt ja auch Freizeichen. Ah, okay. Da ist dann also doch eine Begrenzung vorhanden. Entweder durch die Freizeichen jetzt oder an sich. Wobei das ja nicht schlimm ist, denn wir wissen ja alle, dass da Titan drin ist. So, die nehmen wir raus. Ich denke mal, für die fertigen Produkte werden wir auf der anderen Seite dann Schränke bauen. Okay, das muss ich aber nochmal anpassen. Ihr seht schon, die Tür. Da, nö, das passt mir nicht. Das werden wir auch gleich machen. Ich weiß gar nicht, was passiert. Kann man den? Nee, das muss man vorher leer machen, klar. Hätte ich mir auch denken können. So. Ihr habt bestimmt gar nicht mitbekommen, was ich meine, oder? Das sind diese Kleinigkeiten, auf die ich immer so viel Wert lege. Nämlich der Abstand zur Tür von den Schränken. Der sollte natürlich gleich sein. Auf beiden Seiten in etwa. Ganz genau, wie gesagt, bekommt man sowieso nicht hin. Aber das, denke ich, ja, es könnte sogar noch ein bisschen weiter rüber.
halt schwierig durch die Perspektive und dadurch, dass man sie nicht snappen kann irgendwo, genau den richtigen Punkt zu finden, damit das passt. Wie weit steht er da drüber? Nee. Ah ja, ich glaube, jetzt kommen wir hin. Ja, das passt. Das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht ganz perfekt, aber schon ziemlich dicht dran. Da steht auch ein kleines Stück mit der Linie. Das ist dann in Ordnung. Damit kann ich leben. So, ja, ich weiß. Achso, müssen wir erstmal da reinfüllen. Ein wenig. Wäre sowieso sinnvoll, weil es ja die erste Kiste ist dann im Endeffekt. So. Es muss schon alles so ein bisschen seine Ordnung haben. Da bin ich sehr picht drauf. Mögen manche mich total dämlich halten. Aber es gehört auch zu solchen Spielen dazu, dass man sich mal richtig ausleben kann. Und auch seiner Ordnungsliebe. In dem Fall vielleicht sogar ein bisschen nachgeben kann. Die Kleine hat jetzt gerade gelacht, habt ihr das gehört? Wegen der Ordnungsliebe, meint sie. Solange ich kein Mikro direkt vom Mund habe, hören die das nicht. Wenn du da keine... Moment. Also erstens mal würde ich dich ja bitten, mein Publikum nicht als die zu bezeichnen. Ja? Entschuldigung. Und zweitens mal bin ich doch ein sehr ordnungsliebender Mensch. Deswegen würde es mich wundern, wenn du da weniger auf die Ordnung achtest. Ich habe ja auch gesagt, dass ich hier gerne auf die Ordnung achte. Machen wir noch eine dritte Trinan-Kiste. Wir könnten sie hinstellen. Sie würde hinpassen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nee, ich mache in die Ecke vielleicht eher was Deko-mäßiges. Oder vielleicht einen Schrank so in die... Für Batterien und so. Kann man das eigentlich? Warum kann man die dann nicht über Ecken stellen? Das geht doch schon wieder gar nicht. Ist das jetzt wie ein Batterieladegerät, dass das im Weg steht? Stellen wir da noch einen hin, einfach? Oder hängen einen an die Wand vielleicht für Batterien? Das wäre doch eigentlich eine ganz gute Idee. Ich denke mal, das könnte man machen. Dann nehmen wir das Schild da oben auch nochmal ab. Und machen das da mittig hin. Ja, ihr habt es ja gesagt. Ich soll mich auch ein bisschen um den Base-Ausbau kümmern. Also keine Beschwerden hinterher, dass ich zu viel gefummelt habe. Beim Base-Ausbau. Hörst du mal bitte auf. Ist denn das die Möglichkeit? Ist doch gar nicht. Ich erwische das Schild nicht. Mann! Jetzt. Na Wahnsinn. Und auf ein neues. So, ups. War das jetzt schon die volle Größe? Nee, war es nicht. So, jetzt. Ich muss erstmal mein Mineralien-Scanner wieder rausholen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die zwei Schränke schon reichen, wie das ganze Titan, das wir bei haben. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus, oder? Wenn die Tür so schön mittig zwischen den Schränken steht. Das finde ich gut. So, jetzt brauchen wir, wie gesagt, eine Box für Batterien, würde ich sagen. Die haben wir ja immer wieder mal. So, nehmen wir uns gleich mal die zwei Titanen raus. Und da müssen wir ja große Batteriezellen bauen. Ganz dringend für unsere Gurke. Wir haben ja leider noch kein großes Ladegerät. So, aber wir haben noch eine Batterie, die wir laden können. So, jetzt gucken wir mal nach. Interessiert mich ja mal was. Das ist jetzt total blöd, was ich jetzt mache, aber interessieren tut es mich trotzdem. Wenn ich jetzt ins Aquarium steige, kann ich dann die Kiste rausschmeißen? Nee, kann ich nicht. Also die kann man im Aquarium nicht benutzen. Oder Moment, wartet mal. Musste man die nicht auf einer Taste haben, um sie rauszuschmeißen? Ups, ich glaube, ich habe gerade... Okay, ich habe gerade irgendwas aufgenommen. Ein kleines Seepfauchen. Das wollten wir natürlich nicht. Okay, also das geht nicht. Wir können sie nicht im Aquarium benutzen. Wäre aber lustig gewesen. Hätte ich mir ein Aquarium für ihn gebaut, nur um die Quantenkiste zu benutzen. Hätte ich natürlich nicht. Wohl. Bei mir weiß man das immer nicht so genau. So, ich wollte mal kurz reingucken, ob hier noch... Aha, wusste ich es doch. Da war doch noch eine große Batterie. Eine große haben wir noch. Trotzdem müssen wir uns wieder welche bauen. Hilft alles nichts.
Auch dafür muss das Material genutzt werden. Ich glaube, hier war auch noch eine drin, oder? Ah, nur eine leere. Hier, die nehmen wir mal gleich raus. Packen sie dann in den Schrank. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo den Bauplan für die großen... Ach, diese gucken. Energiezelle 100%. Wunderbar. Dann nehmen wir die raus. Wobei, eigentlich ist ja dann Quatsch, ne? Nee, nee, die lassen wir noch drin. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die... Also ich habe es bis jetzt immer noch nicht mitbekommen, ob die sich automatisch nachladen oder ob es dann... Vielleicht gibt es ja auch ein Erweiterungsmodul, damit man die automatisch nachladen kann. Weiß es nicht. Wir werden sehen im Laufe der Zeit. So, wie sieht es hier draußen aus? Was machen denn unsere Algen? Was macht denn unser Großer hier? Er verteidigt sein Revier. Sehr schön. Ich glaube, größer werden die auch gar nicht, oder? In den Kästen. Sieht jedenfalls nicht so aus, ob die noch wachsen würden. Da können wir uns noch ein paar holen. Das sieht sehr hübsch aus. Und von den Großen lassen wir dann hier draußen auf jeden Fall noch ein paar rumstreifen. Vielleicht finden wir ja noch größere. Oh, das wäre es doch. So einen schönen Wal direkt vor der Tür. Das hätte doch was. So. Ach so, da fällt mir gerade ein. Haben wir gerade Platz? Ja, wir haben gerade Platz. Dann können wir doch unsere Poster wieder aufhängen. Jetzt bleibt es ja so, wie es ist. Und hier vorne brauchen wir die Poster ja nicht unbedingt. Hier kommt der Schlafbereich hin. Da hinten wollte ich dann mal sehen. Wobei, hier könnte auch ein Fitnessbereich hinkommen. Aber nein, ich denke mal, ich werde den Schlafbereich hier unterbringen. Und hier hinten weiß ich noch nicht genau. Die Leiter müsste ja eigentlich bleiben, damit wir mal ans Aquarium rankommen. Es sei denn, wir bauen später nochmal einen Teil unter und machen dann von unten nach oben eine Leiter. Aber ich glaube, das wird mir zu kompliziert, um da hinzukommen dann. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier tatsächlich den Schlafbereich machen. Was nehmen wir denn für eins? Ja, alle sehr hübsch. Schönes Doppelbett oder das? Das würde doch auch schick aussehen. Hier so in die Ecke gestellt. Schön. So einigermaßen gleichmäßig. So, Titan und Fasergewebe. Haben wir noch? Ich glaube, Fasergewebe, das habe ich hier noch gar nicht hergeholt. Fasergewebe wurde aus Algen hergestellt, oder? Die haben wir jetzt noch nicht hier. Wir haben aber draußen welche. Direkt vor der Tür. Könnten wir dann auch gleich mal ernten und neu einpflanzen. Da brauchen wir ja nicht nochmal losziehen. Außerdem wollte ich mal kurz nach den Kartoffeln gucken, was sie machen. Na, seht euch das an. So, sind sie denn jetzt schon? Nö, erntebereif. Oder? Das kann natürlich jetzt am... Doch, da sind sie. Seht ihr das? Nehmen wir die Poster aber erstmal raus. Und dann ernten wir Kartoffeln. Das wird schön. Einen Tisch könnten wir noch schnell bauen. Warum habe ich denn immer noch die Kiste da drin? Ich brauche einen Tisch. Das ist jetzt wieder die Frage. Wir wollten ja eigentlich einen Bürobereich hinten machen. Eigentlich wäre ein Schrank doch dann schöner. Haben wir sowas wie einen Schrank? Haben wir sowas schon? Regal hätten wir. Wandregal. Was ist das? Eine Bank. Schreibtisch. Chefschreibtisch. Alles klar. Aber hier hätten wir einen kleinen Tisch. Das finde ich ja auch schön. Aber erst in der S-Ecke dann. Kommandostuhl. Bürostuhl. Drehstuhl. Okay. Da hängen wir doch hier mal ein Regal an die Wand. So. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Kleinen da reinpassen. Also das vielleicht. Das mag sein. Ah, okay. Nein, 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 nein. Husch, husch, zurück. Okay, das ist ja sehr, sehr doof gemacht. Mit dem Drehen, aber das geht so auch. Stellen wir uns das da eben einfach so rein. Sehr schön. Da haben wir unser Rasierzeug schon mal. Können wir das Bild von dem Pinguin da vielleicht auch hin? Na, wunderbar. Da kommen ja noch mehr Sachen, hoffe ich mal. Im Laufe der Zeit. Ach, guck mal, das ist doch süß. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ordentlich Bilder an der Wand. Ich werde die nicht alle hier hängen lassen,
Aber das muss definitiv hier hängen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Okay, dann haben wir hier noch ein großes. Das würde ich dann vielleicht nachher ins Büro eher hängen. Was haben wir da noch? Noch ein großes. Das denke ich mal geht eher ins Büro rein. Oder vielleicht hier in die Küche. Können wir auch noch eins hängen. Bisschen höher, weil da vielleicht noch ein Schrank hinkommt. Ja, das ist doch... finde ich doch gut. Finde ich doch das. Bilder an den Wänden macht doch die Sache gleich viel freundlicher alles. So. Was machen? Achso, genau, wir wollen ja Kartoffeln ernten. Erstmal einen Happen essen. Mmh, lecker, lecker, sagt sie. So, dann nehmen wir die... Ich weiß gar nicht. Wachsen die nochmal nach? Ich glaube nicht, ne? Also man muss sie ernten und muss dann tatsächlich neu anbauen, damit die wieder hochwachsen. Das ist aber auch in Ordnung. Dann machen wir das so. Essen uns nochmal ein bisschen satt. So, sehr schön. Geht das noch höher? Ne, 106 ist das Höchste. Aber wir machen das natürlich so, dass wir dann gleich eine neue anbauen. Ich weiß auch gar nicht, gibt es sowas wie eine Möglichkeit zu kochen? Ich glaube nicht, ne? Hier war nur Rohkost angesagt. Da bräuchten wir eigentlich noch einen Schrank da. Also so einen richtigen Schrank für Lebensmittel. Vielleicht. Ach nee, ich weiß nicht was. Was will er denn noch alles machen? Wollen wir nicht mal wieder was unternehmen? Doch, wir unternehmen auch wieder was. Aber nicht jetzt. Denn jetzt muss ich erstmal Schränke bauen. Für die Kartoffeln. So, wie machen wir das? Nehmen wir einen großen. Den werden wir nie voll kriegen. Machen wir hier einfach einen Spind hin. Lebensmittel, aber dann steht er direkt vor den Kartoffeln. Das wäre auch nicht so schön. Hier vielleicht. Schön, nehmen das Poster. Holen wir uns noch ein bisschen die Dahn. Das hätte ich mir auch gleich holen können. So. Und dann gehen wir noch mal raus und holen uns noch ein paar Algen. Bauen uns ein bisschen Fasergewebe. Fürs Bett. Das Bett fertig wird. So. Ja, das sieht gut aus. Das passt nachher. Freue mich. Freue mich jetzt schon darauf, eine Nacht dort zu verbringen. So, jetzt lücken wir mal unser eigenes Fasergewebe ab. Und dann werden wir das hier so ein bisschen muscheln, denke ich mal. Also erstmal hiervon ein paar einsammeln. Inventar voll. So, dann werden wir das immer so ein bisschen im Wechsel machen. Dass davon nicht ganz so viele drin sind. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich den ernte, kriege ich ja nur den einen raus, richtig? Genau. Also das bringt nicht wirklich viel. Wenn die jetzt wachsen würden und dann natürlich mal mehr ernten könnte, wäre das natürlich toll, wie es bei den Algen gemacht ist. Aber es geht leider nicht. So, nehmen wir noch ein paar Schlingpflanzproben. Inventar schon wieder voll. Nein, die Kartoffeln gehen nicht. So. Da muss man dann immer drauf achten, weil das wird immer direkt oben rangesetzt. Da hat man also keine Chance zu sagen, das hätte ich gerne woanders platziert. So, dann kommen daneben wieder ein paar, wenn wir noch welche ernten können. Gucken. Genau. Und natürlich machen wir auch noch Kästen für die kleineren Plänzchen. Beziehungsweise pflanzen die damit ein. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Dann brauchten wir... Ich weiß gar nicht, die ist ja irgendwann auch kaputt hier. Ja, ich hätte die Kartoffeln vielleicht mal in den Schrank packen sollen, wenn ich schon einen Schrank für die Kartoffeln baue. So bin ich. Welcome aboard, Captain. So, Kartoffeln in den Schrank. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir zweimal Fasergewebe brauchen oder nicht. So, das ist Essen. Ist auch nicht so spektakulär, aber was soll's. Zack, zack. Jo. So wird dann Schuh raus. Noch nicht, nee. Aber gleich. Hoffe ich zumindest. Und Ding, wir haben ein Sablett. Jawohl.
Riedsbett. Okay. Aber, oh, guckt euch das an. Was? Ich hätte es ja gerne noch ein bisschen genossen. What happens as you are sleeping? I was being Ach, guck mal. I was dreaming. The brain processes in mysterious ways when we sleep. Does it serve a purpose? It was such disorienting and fragmented thought. Random images and sensations. No one is completely sure what it does. There are theories, but every human dreams. Many other mammals, too. Is it enjoyable? It can be. We can experience impossible joy, and also impossible terror in our dreams. Sometimes I can fly. Sometimes I call out to Sam and can't reach her. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed... Ja, das kenne ich auch, das mit der Unterwäsche. Feedback indicates that flying is the most enjoyable dream. I therefore hope you have many more of those. Mainly for my own safety. Das ist auch eine schöne Aussage. Hauptsächlich zu meiner eigenen Sicherheit. Das war schön. Jetzt ist natürlich schade. Ich hätte ja gerne mich tatsächlich mal so ein bisschen da reingelegt und einfach nur geschlafen. Nicht geschlafen, sondern nach oben geguckt, weil es sieht ja einfach schön aus, oder? Wir werden auch ein paar Werte da oben noch aussetzen von unseren selbstgezüchteten Kreaturen. Guckt mal, wer da unten ist. Nein. So wie zum Thema Größere. Da haben wir doch schon einen, der draußen etwas größer wird. Na? Der Kryptosuchus. Schönen. Sehr schön. Aber den würde ich dann doch erst nochmal suchen wollen, bevor ich ihn hier rausnehme. Weil ich finde ihn hier in Mini einfach so süß drin. Das sieht einfach nur herrlich aus. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob die hier auch Früchte tragen, beziehungsweise kann man die hier drin ernten. Tatsache, guckt euch das an. Schön. Früchte sind auch dran. Das passt doch. Dann können wir hier drin noch zwei pflanzen. So, da haben wir die drin. Moment, das ist die Schlingpflanze. Das ist auch die Schlingpflanze. Toll. Das weiß mal wieder nicht, welche ist. Aber okay, das geht schon. Wir werden sehen, was da rauskommt bei. Fällt mir gerade ein. Die konnte man auch hier drin setzen. Ach, wie süß. Guck mal da. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, weil die irgendwo dazwischen standen. Aber hier ist das drollig. Wie klein die sind. Wo ist denn jetzt unser... Ach, da drüben. Alles klar. Ja, da, das wird doch. Das sieht doch nach was aus. Ich könnte mich den ganzen Tag hier drin aufhalten. Den ganzen Tag nur gucken. Zugucken, wie die kleinen Mopse da drin hin und her eiern. Ah, sie vermehren sich. Ich sehe es gerade. Guckt mal. Wir haben nämlich von den Glubschis jetzt 4 drin. Also sie vermehren sich offensichtlich ohne Eier zu legen. Sogar 5. Ich glaube, wir müssen mal Glubschis aussortieren. Das macht aber nichts. Dann können wir uns ein bisschen Salz schnappen und können uns ein paar Glubschis braten. Und die müssen wir auch aussortieren. Das wird aber wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man auch tatsächlich 2 von jeder Spezies drin hat. Damit die sich vermehren können. Muss ich selber erstmal gucken, dass ich hier nicht zu viele raussammle, aber auch nicht zu wenig. Das sieht noch gut aus. Okay, auf jeden Fall haben wir keine Probleme mit Wasser und Essen in Zukunft. Denn die vermehren sich ja auch wie die Wahnsinnigen. Alles klar. So. Ist natürlich, weil man bräuchte natürlich dann einfach nur einen reinsetzen. Wenn man jetzt nicht möchte, dass sie sich vermehren. Gehe ich jetzt mal von aus. Denn ihr seht ja, der Kracher zum Beispiel, da gibt es keinen zweiten von. Ich pfeife gerade. Man könnte sagen, ich pfeife auf dem letzten Loch. Alter, wie viel sind denn das schon? Jungs, hör doch mal auf. Davon haben wir noch ein paar. 1, 2. Wow, da müssen wir aber regelmäßig aussortieren. Oder wir müssen halt wirklich dafür sorgen, dass nur einer von jeder Spezies drin ist. Aber man könnte sich natürlich so auch ein kleines Lebensmittelaquarium anlegen, wenn man so will. Und sich Fische nur für den Eigenbedarf züchten.
wenn man dann ganz fies wäre und es gehen würde, könnte man noch die Falle unten auf dem Boden legen im Aquarium und müsste nicht mal großartig durchs Aquarium schwimmen. Boah, sind das gemeine Gedanken. Komm her, du. Komm her, du. Du bist auch noch zu viel hier drin. Ach, jetzt mal ankommen. So. Zack, zack, haben wir es jetzt wieder. Zwei. Ich glaube, hier sind immer noch drei drin. Die sind aber frech. Kommst du mal da raus, das Tal, gell? Ach, mein Inventar ist voll, wa? So, das heißt, erstmal jede Menge kochen. Jede Menge kochen. Ich hätte ja auch ganz gerne tatsächlich hier in der Ecke noch mal so eine Kochstation. Also eine Kochstation ist es ja nicht in dem Sinne, aber so ein Fabricator nur zum Kochen. Ist das übertrieben? Was meint ihr? Spinne ich, wenn ich sowas will? So, jetzt habe ich nicht so viel Salz da, ist ja klar. Machen wir uns erstmal einen. Einen leckeren Fisch. Wie nehmen wir denn da? Klar, die Glubschi. Der schmeckt am besten. So, und dann machen wir uns noch ein bisschen Wasser. Aber das ist doch toll. Können wir unsere Lebensmittelvorräte schön aufstocken durch das eigene Aquarium. Aber ich denke, ich werde irgendwann nur noch einen von jeder Spezies drin haben. Zumindest von den kleinen. Wir können sie natürlich auch aussetzen einfach. Geht auch. Die bleiben ja dann auch vor der Tür. Ist überhaupt eine gute Idee. Wir nehmen uns jetzt hier... Ich werde jetzt hier erstmal kurz Wasser aussortieren. Bing, 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 bing. Ja, das sieht gut aus. Und dann werden wir nochmal zwei Fischchen kochen. Oder einen. Wir haben noch einmal Salz. Und die Reste werden wir draußen einfach mal rauspacken, damit wir ein bisschen mehr Action haben vor unserer Base. Ich hoffe nur, dass der Große die Kleinen da nicht frisst. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Wo ist er denn da hinten? Am Fressen ist er ja. Wie ein Wahnsinniger. So. Zack, 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 zack. Wow. Es wird dunkel um mich. So, das sind meine gekochten. Die behalten wir natürlich. So, Jungs, dann legt mal los. Liebet und vermehret euch. Bleibt in der Nähe. Schwimmt um die Base. Und sichert das Gelände. Ah, das macht sie doch gut. Schön. Schön in der Nähe bleiben. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe ja mal, dass er sie nicht angreift. Könnte aber natürlich sein. Aber ich nehme mal an, die haben so einen Friendly Fire Detector. Oder? Ich dachte, jetzt knallt er mit voller Wucht gegen die Scheibe. Aber nein. Nö, er scheint die tatsächlich nicht anzugreifen. Normalerweise, er ist jetzt schon an kleinen vorbei. Normalerweise würde er die sofort angreifen. Ach schön, das ist ja super. Da kann man ja richtig Action hier in die Hütte bringen. Das finde ich toll. Das finde ich super toll. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Aber das habe ich tatsächlich, da habe ich nie dran gedacht, dass man die auch wieder ausquartieren könnte. So, jetzt guckt euch das an. Das gibt's doch nicht. Ich habe die doch gerade erst aussortiert. Es geht schon wieder los. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Ich habe da ja auch kein Problem mit. Wir haben auch schon wieder Kartoffeln in den Beeten. Es ist herrlich. Wir haben alles da, was wir brauchen, um weitere Erkundungstouren zu machen. Wir können uns mit genügend Essen ausstatten. Jetzt wären solche Sachen wie Salz und dergleichen. Und natürlich, dass wir unsere alte Base leer räumen. Wäre ganz wichtig. Damit wir die mal abbauen können. Und diesem Zweck werden wir jetzt, das sind hier Batterien. Oder sind das Zellen? Ich weiß es noch, kann man sie überall leer lassen. Ich finde diese Schrift da drauf, ehrlich gesagt, nicht so schön. So, da kommen die leeren rein und eine von, ich hatte noch volle bei. Warum habe ich ein Messer bei? Achso, genau, das hatte ich mir ja noch hergestellt. Kernbrennstab ist auch eine Batterie, im Endeffekt. Kann man also durchaus damit reinpacken. Was wollte ich jetzt machen? Ein Schrank für die ganzen Bauteile wäre schön. Aber ich habe keinen Quarz mehr, oder? Halt, so. Doch, ich habe noch Quarz. Sehr schön. Wo machen wir die denn hin? Hier drüben? Wäre ja eigentlich eine gute Idee, ne?
neben der Fertigung irgendwo. Vielleicht nicht ganz so dicht. Ja, das sieht doch gut aus. Zack. Zweimal Titan. Dann bauen wir den guten mal fertig. Kupfer habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel da. Und Kupferdraht habe ich, also noch einmal Kupferdraht. Achso, ich hatte ja ein Schild abgebaut, genau. Das passt ja. Dann ein bisschen mehr zurückgehen. So, wie nennt man das Ganze? Oh, jetzt geht das wieder los. Hätte ich es doch nur nicht losgelassen. So. Ja, wie nennen wir denn das, was da drin ist? Ach, sagen wir doch einfach Teile. Ganz unspektakulär. So. Wunderbar. Da kommen dann die ganzen Sachen rein, die wir hergestellt haben. Sofern möglich. Und wenn das dann nachher zu viel werden sollte, wenn wir mal diesen Punkt tatsächlich erreichen, dass der Schrank voll ist, was ich nicht glaube, dann können wir natürlich auch noch einen zweiten daneben stellen und das umbenennen, das Ganze. Und aufteilen, so ein bisschen sortieren. So, wie spät haben wir es denn? Okay, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Gurke leer machen. Mit einer Gurke, mit einer vollen Gurke schwimmt es sich nicht gut. Denkt drüber nach. Lasst es auch ruhig wirken. Da ist noch mehr Titan. Wir haben jede Menge Titan. So wenig Platz. Wir könnten natürlich einfach mal ein paar Sachen weglegen, bis wir fertig sind mit dem Ausladen. Das sollten wir vielleicht mal tun. Noch schnell was essen und dann zack, legen wir hier mal ein bisschen was rein. Was braucht man jetzt nicht so dringend? Also die Energiezelle, da haben wir ja noch eine volle drin. Das Bautool brauche ich jetzt auch gerade nicht. Scanner brauche ich nicht. Das Messer brauche ich auch nicht. Wasser trinke ich jetzt noch einen Schluck und dann ist gut. Schwierigkeiten wollte ich mich nicht bringen. Wollte ich nicht, aber das werde ich wahrscheinlich irgendwann wieder mal. So, trinken wir einen Schluck, dann essen wir einen Happen und dann können wir erstmal ausräumen. Theoretisch können wir die Quantenkiste auch hier lassen. So. Dürfen wir nur nicht vergessen, wieder einzupacken, bevor wir nachher auf große Tour gehen. Also nachher natürlich nicht, aber irgendwann in den nächsten Folgen dann wieder. Wobei in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich tatsächlich das Teil mal herstellen für die Antenne. Das Material müssen wir eigentlich alles haben. Und dann werden wir die Antenne uns aufmachen, um das gute Stück mal abzuschalten. Da ist noch Kupferdraht, ich wusste es doch. Gott, das mit den leeren Brennstäben macht mir so ein bisschen Angst. Da hätten wir noch gehabt, seht ihr? So. Damit ist sie wieder leer. Haben wir hier noch was Schönes? Bam, bam, bam. Bisschen essen, bisschen trinken. Passt alles. Ach, sehr schön. Es wird. Fehlt natürlich noch hier und da einiges. Ein paar Sachen will ich auch offscreen machen. Also zum Beispiel die Beete nachpflanzen, beziehungsweise neue Beete auch hinbauen. Und die dann schön ausrichten. Das wird am meisten Zeit kosten. Da kenne ich mich schon. Und ihr mich sicherlich auch schon. Aber man muss auch seine Macken haben. So, das ist alles Fertigzeug. Das kommt erstmal, ne, die Batterie nicht. Ich glaube, der Schrank für die Batterien ist zu klein. Ionenwürfel. Machen wir erstmal hier rein, oder? Pflanzen haben wir auch noch keine Kiste. Beziehungsweise für Korallen und sowas. Und für die Gelsäcke. Gold, Silber. Habe ich noch gar keine Kupferkiste? Wie finde ich denn das? An alles habe ich gedacht, nur an Kupfer nicht. Ist ja toll. Ah, geht das wieder los? Na gut, machen wir erstmal da rein. Wir bauen uns natürlich dann eine Kupferkiste. Schnellstmöglich. Das ist natürlich jetzt von der Reihenfolge her blöd dann. Das muss ich dann wohl nochmal ändern. Bei Gelegenheit. Moment, gleich noch Kupferdraht rausnehmen. Ich sollte mir auch das Bautool rausnehmen, wenn ich das bauen will, oder? Wäre das sicherlich eine pfiffige Idee. So, stellen wir erstmal noch eine Kiste hin. Oh, komm. Ich wollte gerade sagen. Dann wäre ich jetzt aber traurig gewesen. Das mal reicht. Ich glaube, das passt, oder?
Ach, Quarz habe ich noch vergessen. Quarz. Gib mir meinen Quarz. So. Sind ja eigentlich sehr, sehr günstig, diese Schränke, wenn man das mal genau nimmt. So, und da muss ich aber die Schilder alle nochmal ändern. In der Reihenfolge her, würde ich sagen. Ich mach's wieder, ich lass wieder los, statt das Schild erst fertig zu bauen. Obwohl ich doch genau weiß, was mich erwartet. So. Aber wenn man den Bogen erstmal raus hat, dann geht es. So, dann machen wir erstmal Kupfer hier rein. Vielleicht mal gucken, ob das Schild auch richtig in der richtigen Größe ist. Ist es. So, jetzt habe ich den Kupfer natürlich nicht dabei. Der liegt hier. So. Aber dann können wir beim Kupfer auch erstmal die Gehsäcke und so mit reinmachen. Dafür brauchen wir dann natürlich auch noch Kisten. Alles klar. Jetzt die Frage. Nee, wir fahren jetzt erstmal zurück. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt großartigen Feindkontakt haben werden oder irgendwas finden. Zwar unbedingt scannen müssen. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall mal die alte Base abbauen. Das werden wir jetzt nicht mehr ganz im Let's Play schaffen, aber ich werde das einfach dann zu Ende bringen und in der nächsten Folge ist dann die alte Base schon Geschichte und wir haben alles in der neuen drin. Ich werde dann auch die Schränke nochmal durchsortieren, alles, dass das alles schick ist und seine Ordnung hat. Gott, dieses Licht ist so dermaßen grell. Sieht man damit wirklich mehr? Also unten in den Tiefen sicherlich, aber hier oben glaube ich nicht. Aber es ist ja so auch alles gut zu sehen, denke ich. Irgendwer ist schon wieder gegen mich hingeschwommen. Aber es war nicht meine Schuld. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier alles rauskriegen, was hier drin ist. Auch gar nicht so schlecht geparkt. Und dann werden wir alles dekonstruieren. Ah, so viel schönes Silber. Schön, schön. Gold hat man schon leer gemacht. Wunderbar. Dann haben wir noch eine Quantenkiste. Ich weiß gar nicht, was ich mit der anstellen soll. Aber die irgendwo positionieren. Oder die werden wir uns einfach weglegen für den Fall, dass wir mal wieder eine verbummeln. Bei einer als Ersatz haben. So. Macht zwar alles Arbeit, aber es macht auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese ganze Arbeit, weil man ja immer so ein Vorankommen bemerkt. Und das ist einfach auch schön. Außen steht auch noch eine Quantenkiste, die muss ich auch noch mitnehmen. Ah, hier haben wir noch ein bisschen mehr Salz, sehr schön. Einmal noch und dann haben wir, glaube ich, alles leer und können sogar die Kästen noch abbauen. So, hier war noch Platz. Ja. Ah, hier auch. Ah ja, genau, hier war noch einer frei. Ich wusste doch, irgendwo war noch einer frei. Hier hatte ich ja schon vollgeräumt, ne? Ja. So, dann können wir nämlich die beiden Solarpanel drüben noch anbauen. Dann sollte es mit der Energie auch erstmal eine ganze Weile reichen. Wobei es dann nachts halt immer problematisch ist. So, jetzt muss ich jetzt mal gucken. Ich habe nämlich jetzt natürlich keine Batterie mit bei. Obwohl doch, ich glaube, in der Gurke liegt noch eine. Und ansonsten in der Quantenkiste sind natürlich auch noch. Oder ist noch eine. Ist da genau noch drin. Oh, schon voll. Ach ja, stimmt. Ich habe ja noch die ganzen kleinen Pilze hier eingepackt. Bei Pilze heißen ja gar nicht. Doch, eigentlich schon. Wickelpilz. Ah ja. Das ist ja sogar richtig. Gott. Ich meine, ich finde es ja schön, auch Vorräte zu sammeln, aber manchmal übertreibe ich es, glaube ich, so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ein Wickelpilz zu viel. So, wunderbar. Dann sind wir hier tatsächlich gleich durch. Das sogar noch in der Zeit. Das ist doch schon mal nicht schlecht. War hier noch was eingebaut? Nö, ne? Nö. Können wir die Luke wegnehmen?
Ich finde auch, die Solarmodule sehen jetzt besser aus als im ersten Teil. Irgendwie schöner gemacht. Ja, weil jetzt geht die Energie weg, wo gar nichts mehr da ist, was Energie braucht. Habe ich noch Platz? Ich habe noch Platz für die Quantenkiste. Wunderbar. Woher war hier keiner, soweit ich weiß? Nö. Doch da. Ja. So, die können wir auch gleich wieder einpacken. Sehr schön, dann haben wir nämlich auch wieder mal eine Boje dabei. Das freut mich. So, die Quantenkiste lassen wir nicht hier, oder? Eigentlich wäre es ja nicht verkehrt, wenn wir noch eine Quantenkiste dabei hätten, aber das ist auch immer so eine Sache. Wäre schön, wenn die hier drin liegen würde. Dann nehmen wir einfach mal zwei Wasser raus und packen eine Quantenkiste rein. So. Nur für den Fall, dass wir unterwegs sind und mal irgendwo die Quantenkiste verbummeln. Das kann ja durchaus mal passieren. Dafür bin ich ja relativ bekannt. So. Und auf geht's in die neue Heimat. Alte Base ist weg. Wir haben es also tatsächlich in der Zeit geschafft. Also zumindest den Abbau. Jetzt ist es schon ein bisschen nach. Aber ich hoffe trotzdem, ihr hattet wieder Spaß. Ich hatte auf jeden Fall wieder Spaß, denn das macht echt Laune, hier zu bauen. Und vor allen Dingen, wenn dann so schöne Sachen entstehen, wie dieses Aquarium, befüllt mit lauter Fischen. Und dann auch der Außenbereich. Einfach, einfach herrlich. So, nächste Folge werden wir dann wieder eine kleine Entdeckungstour machen. Erstmal werde ich aber die Schränke umbauen, werde euch das natürlich auch zeigen, was ich dann gemacht habe. Es wird jetzt nicht so viel sein. Ich werde natürlich die Gurke leer räumen, damit wir Platz haben für unsere kleine Tour. Und ja, mal schauen, was wir dann so anstellen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin alles Gute. Ciao.